erweisen wir Ihnen heute auch und hören Sie bitte zu, was Sie zu sagen haben, auch wenn Sie nicht Ihrer Meinung sind. Ja, es ist Demokratie und es gibt verschiedene Meinungen und die hören wir uns jetzt heute an. Und das erste Wort hat der Abgeordnete Pascal Kober aus der Regierungskoalition. Lieber Pascal, bitte um dein Statement. Ja, lieber Gebhard Eierstock, liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe in der Landwirtschaft Tätige, liebe Metzgerinnen und Metzger, Bäckerinnen und Bäcker, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der nahrungsmittelproduzierenden Gewerbe, liebe Handwerkerinnen und Handwerker. Ja, in der Tat bin ich gern gekommen, um zu hören, was Sie zu sagen haben, um Sie zu sehen, um Ihnen auch ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin auch gekommen, um Ihnen vielleicht den einen oder anderen Gedanken mitzugeben, über den es sich vielleicht lohnt nachzudenken, wenn man nachhaltig für einen politischen Erfolg auch arbeiten will. Es sind viele hier, aber es sind nicht alle hier. Es sind nicht diejenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger hier, die sich Sorgen machen wegen zu viel CO2-Ausstoß und die sich mitunter sogar auf Straßen festkleben. Es sind nicht die Bürgerinnen und Bürger hier, es sind nicht die Bürgerinnen und Bürger hier, die sich mehr Tierschutz wünschen. Und es sind auch nicht die Bürgerinnen und Bürger hier, die glauben, dass der Naturschutz nur gelingt, wenn man Flächen brach liegen lässt. Was will ich damit sagen? Wir sind eine Gesellschaft von Menschen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was politisch richtig ist und was für unser Land richtig sein kann. Deshalb haben wir auch in unserem Parlament ganz unterschiedliche Parteien mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen. Politik kann am Ende nur versuchen, diese verschiedenen Zielsetzungen, die in einer Gesellschaft existieren, die verschiedenen Sorgen ernst zu nehmen und zusammenzuführen zu gemeinsamen Lösungen, die am Ende aber nur immer ein Kompromiss sind. Und wir als Freie Demokraten für Entbürokratisierung stehen. Und wir als Freie Demokraten dafür stehen, gewählt haben. Und Sie haben ein Recht dazu. Und deshalb gilt es, diesen Protest, den Sie jetzt hier äußern, in der Art und Weise in die Gesellschaft zu tragen, dass Sie Verständnis finden, auch bei denjenigen, die im Moment noch gänzlich andere politische Vorstellungen haben. Wir kämpfen als FDP in dieser Koalition für unsere Überzeugungen. Und so haben wir uns auch von Anfang an dafür eingesetzt, dass die Rückerstattung beim Diesel und dass die Kfz-Steuerbefreiung auch weiterhin erleichtert bleibt. Wir haben uns dafür eingesetzt, auf europäischer Ebene, dass beispielsweise das Thema Glyphosat und wissenschaftliche Aspekte die Entscheidungsgrundlage liefert und nicht das Gefühl von dem, was vielleicht richtig ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, sich halt nicht zuzuhören. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, zu glauben, dass es nur die Politik gibt. Politik ist immer eine Frage der Gestaltung. Und deshalb geht es darum, dass Sie auch differenzieren unter den Parteien, wer für was steht. Aber vor allen Dingen, dass Sie verstehen, dass es Menschen gibt in unserem Land, die ganz andere Sorgen haben, die zusammenzuführen
ist unsere aller Aufgabe. Also werben wir zusammen dafür, dass Handwerk, das Mittelstand, das Unternehmertum, dass die Landwirtschaft in Deutschland weiterhin eine erfolgreiche Zukunft hat. Und wenn jetzt die eine oder andere Maßnahme das Fass, wie Gebhard Eierstock zu Recht gesagt hat, zum Überlaufen gebracht hat, dann liegt es eben auch daran, dass das Fass schon vorher voll war. Und nicht in den letzten zwei Jahren auf diesen Füllstand angefüllt worden ist. Also bleiben wir fair miteinander. Reden wir auch mit denjenigen in unserer Gesellschaft, die andere Zielvorstellungen haben. Und das ist das Wesen der Demokratie. Dafür werbe ich und wünsche mir, mit dem einen oder anderen dann doch auch ohne Geschrei ins Gespräch kommen zu können. Vielen Dank.